Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir sind zurück mit Edward auf Kila. Haben das letzte Mal, soweit ich mich erinnern kann, Makoto befehligt. Und wollen jetzt ein bisschen die Insel erkunden, beziehungsweise die Gegend um das Eingeborenenlager. Ist mal wieder spät, wo ich aufnehme. Soll euch nicht kümmern. Das ist ein Freund. Ja, ich meine, gut, es gab Jafar in Teil 2, aber Hammer. Ich sag nur Hammer. Hey, Pamir. Psst, Homie, besser leise sein. Hat der nennt uns Homie. Alter, ich liebe ihn jetzt schon. Warum so nervös? Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Darum ist es besser, wenn wir sind leise. Okay. Du bist ein Jäger? Nein. Pamir ist auf Jagd, aber kein Jäger. Pamir will etwas sammeln, das verloren ist. Verstehe. Ein Sammler also. Nein, nein, kein Sammler. Wenn du kein Jäger und kein Sammler bist, was bist du dann? Ein Gno, was sonst, Homie? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nicht sauer sein, Homie. Große Reise bringt viele Fragen mit sich. Der nennt uns Homie, das ist einfach genial, muss ich sagen. Deine große Reise hat dich nach Kila geführt. Ach ja, stimmt, in Teil 2 wurde uns ja gesagt, dass jeder Gnome eine große Reise machen muss und irgendwas ganz Besonderes zurück auf die Insel der Diebe bringen muss. Gut, und deine Reise hat dich nach Kila geführt, wie es ausschaut. Deine große Reise hat dich nach Kila geführt? Yep, yep. Und wie jeder Gno muss Pamir auf großer Reise sein Aurikulki finden. Und du hast es noch nicht gefunden, nehme ich an. Nee, Homie. Pamir hat gefunden, aber Affe hat es ihm gestohlen. Du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Yep. Garstiger Dieb. Niemand beklaut Pamir. Aber dieser Affe ist besonders pfiffig. Er hat eine Kawa. Doch Pamir traut sich nicht hinein. Vielleicht weiß Homie eine Lösung. Okay. Selbstverständlich machen wir das, Homie. Ich werde dein Aurikulki finden. Tantan, Homie. Wenn du willst, zeigt Pamir dir den Weg zur Affenhöhle. Ein Wort genügt und ich führe dich hin. Affige Angelegenheiten? Wie sieht dein Aurikulki aus? Warum lese ich das überhaupt vor? Er sagt sowieso. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homies tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend. Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Das ist ja schon fast niedlich. Woher hast du den Ohrring? War Geschenk von Homie. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Hat den jetzt geklaut oder war es wirklich ein Geschenk? Ich nehme an, er hat ihn geklaut. Und scheinbar nennt er alle Homie, alle Menschen. Ja klar. Homo sapiens, Homie, die Connection ist ziemlich klar. Bring mich zu der Affenhöhle. Yep. Homie Lucky nach Gotzo und Pamir läuft. Los geht's. Oh, da geht's runter? Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Nu hopp, Homie! Klopper, klopper! Klopper, klopper, okay. Nein! Ja. Edward, greif auch an. Bitte. Wir möchten Pamir nicht direkt wieder verlieren. Yes. Mir fällt auf, ich sollte vielleicht wieder Kugeln kaufen. Ich habe nur noch 68. Verdammt! Komm, Dschungelspinne. So, ich plündere dabei das andere Teil. Den Feuervogel, der nichts dabei hatte. Oh, oh, okay, okay, okay. Okay, ich soll nicht plündern. Okay, ich hab's verstanden. Was? Ich komme hier nicht mehr weg. Fuck. Okay. Okay, ich bin gerade mega verwirrt, was abgeht. Gut. Denen kann ich auf die Fresse geben. Nein, verdammt.
Du kleine Waldspinne. Machst mir zwar keinen Schaden, aber du bist trotzdem irgendwie nervig. Und die eine hat was fallen gelassen. Komm. Komm, komm, komm. Hey, Dini, Knopper! Knoppers, oder was? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die eine hat was fallen gelassen, die eine Waldspinne. Ich weiß, hier ist es nicht, aber ich schaue mich hier trotzdem um. Die war da hinten, oder? Wo ist die hin, die das fallen gelassen hat? Eine hat was gefallen, weil eine fallen... Oder? Oder doch nicht? Okay. Monstermäßig verwirrt gerade. Ich speichere, pfeife mir ein Proviant rein. Und wir folgen Pami. Pamir. Oder Pami. Pamir. Pamir ist verwirrt. Ging es rechts oder links lang? Was meinst du, Homi? Darf ich mich kurz umschauen? Verdammt, ich komme hier nicht raus aus dem Menü. Sagen wir, wir gehen nach... Ich glaube, rechts war ein Felsen und links war... auch... Ach, fuck it. Wir nehmen das Erste. Lass uns rechts entlang. Okidoki, gute Wahl. Pamir geht voran. Okay. Nee, das war, glaube ich... Oder? Tu später! Äffchen! Tu später! Ist das dein Wort für Affe? Hopp, hopp! Ja, hopp, hopp! Vorsicht, Homi! Wir sind fast da! Mit einem Bananenkompass wäre die Suche viel einfacher. Mit was bitte? Bananenkompass? Was soll das denn sein? Homi muss einfach eine Schale mit einer Banane hinlegen. In der Richtung, wo die Banane abgebissen wird, ist die Affenhöhle. Und das soll funktionieren? Klaro. Doch genug Blabla. Mir nach. Ergibt sogar irgendwie Sinn. Wenn der Affe aus der Höhle kommt, beißt er natürlich, geht er nicht einmal um die Banane rum und beißt ab, sondern beißt direkt ab. Und der ist jetzt... Achtung, mach dich bereit. Verdammt. Nee, doch, du bist da lang gegangen, oder? Ach, egal. Nee, da oben ist die Höhle, glaube ich. Egal. Ein Feuervogel mehr oder weniger auf dieser Insel wird jetzt auch nicht ausschlaggebend sein. Komm. Komm, komm, komm. Aua. Na, aua. Sehen schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Glaube ich auch. Oh. Nur hopp, Homi. Lecker. Oh, da ist tatsächlich die Affenhöhle, wobei Höhle... Wir sind da, Homi. Hier ist der Affe durch das Loch verschwunden. Bestimmt hat er mein Aurikulki dort versteckt. Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Homi zu groß, Affe nicht. Gut erkannt, Kleiner. Schlaue Homis benutzen freundliche Affen für kleine Gänge. Du musst nur jemanden suchen, der dir das beibringt. Vielleicht Homis am Strand können, Halpo? Du meinst, ich soll bei den Piraten einen Affentrainer suchen? Jip, jip. Oh. Das heißt, wir werden für diese Quest gezwungen, die Fähigkeit Äffchen trainieren zu erlernen. Ich mag Pamir helfen, aber ich mag gleichzeitig nicht Gold und... hauptsächlich Gold für... so einen kleinen Affen ausgeben. Ich meine, auf was hinaus? Können wir, haben wir nicht vielleicht so einen Zauber, der uns das ermöglicht? Papageienflug ist nicht, nee. Papageien, nee. Schleichender Tod, nein. Warum können wir nicht einfach mit der Steinfaust den Felsen entzweien? Das wäre irgendwie cool. Äffchen. Ach, verdammt. Oh, da hinten ist die große Mauer. Gut, aber ich denke mal schon... Da sind wir runtergekommen, oder? Ja. Ich denke mal, wir schauen uns jetzt, bevor wir dorthin gehen, nochmal ein wenig um in der Gegend. Gehen über die anderen Hängebrücken
und dann werden wir schauen, was abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Oh, Feuerblume, schön. Oh, da unten sind wieder solche Statuen. Oh Gott, dich habe ich übersehen. Fuck, fuck. Ich habe am Anfang der Episode noch auf dich drauf geschaut und jetzt... Oh nee, so viele Blaukrallen. Verdammt. Edward, du bist mein Schutzschild. Oh Gott. Gott sei Dank kann ich hier nicht runterrollen. Okay. Was? Was hat hier gerade so bum-bum gemacht? Okay. Warum ist der jetzt auf einmal da? Kann mir das einer sagen? Ich dachte schon, Edward läuft weg, weil wir ihn verletzt haben, aber... Ach, die Blaukrallen. Hier könnte auch einer der Steine sein, wenn mich nicht... Nein! Komm, nimm die Waffe! Schieß! Okay, geh doch lieber auf Edward. Das hat Spaß gemacht. Alter, du wirst... Okay, warum hat er dich scheinbar nicht einmal getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Hat irgendwas gequakt? Okay, hier scheint es nicht weiterzugehen. Das heißt, hier gibt's nur den Gorilla. Und sonst echt gar nichts? Moment, da schaue ich mal auf der Karte an. Nein, hier gibt's echt gar nichts, außer vielleicht kann man da irgendwie hoch. Aber sonst... Na, es gibt noch diesen Weg, den wir beschreiten könnten. Und sonst eventuell... Müssen wir dann irgendwann nach dorthin kommen? Wie gesagt, ins Piratenlager möchte ich jetzt ehrlich gesagt momentan noch nicht zurück. Wir kommen hier nicht hoch, wie es ausschaut. Deshalb gehen wir mal zurück. Es kann echt sein, dass es nur da war, um den Gorilla zu töten. Das wäre ein wenig komisch. Was ist da in der Luft? Mal ganz ehrlich, was ist das? Was zur Hölle? Ich kann es nicht anvisieren? Egal. Genau. Es gab noch einen weiteren Weg, den wir vom Dorf aus gehen konnten. Denn für die Quest mit dem Kleinen, ich dachte, ich wäre festgefroren, mit dem Kleinen können wir noch was machen. Später, wenn wir den Affentrainer gelernt haben. Ja, das war die Brücke. Oh nein! Weil, what the fuck, das sind zwar keine Silberrücken, nicht die ganz großen gefährlichen, aber... Komm! Oh komm, Alter. Tja, deine Größe hat dir auch nicht geholfen. Tja, Ansage von Edward. Dem guten Edward, nicht den aus Twilight. Das ist der gute, den wir hier haben. Okay, ist nichts mehr. Und... Da ist eine Blaukralle. Ich versuche mal was. Und das könnte theoretisch auch bei all den anderen Dingern hier klappen. Nur die Sache ist, jetzt genau wird es Tag und ich bin mir nicht sicher,
Ob das so gut ist? Du folgst genau meinem Pfad, das ist gut. Oh, wir gehen dem lieber am Arsch vorbei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht direkt vor dem Gesicht. So, wir warten noch kurz, mit dem Schleichen aufzuhören. Und da scheint jemand zu sitzen. Oder ist es ein Affe? Nein, das ist eine Person. Miamiti. Kucho Halima Miamiti? Was hast du gesagt? Chi, Miamiti Chakeke. Miamiti Taka Ona Guchos. Piraten? Sehe ich das richtig? Du willst zu den Piraten an den Strand? Chi. Die scheint uns ganz gut zu verstehen, aber nicht ein Wort zu sprechen. Das ist komisch. Eine Frau unter Piraten, keine gute Idee. Okay, sollen wir jetzt rassistisch sein oder frauenfeindlich? Wir haben jetzt eigentlich laut Spiel nur diese beiden Möglichkeiten. Ich denke mal, es ist beides nicht gut, aber ich nehme mal das, wovon ich glaube, dass es, wenn dann keine Seelenpunkte abzieht. Eine Frau unter Piraten? Keine gute Idee. Guchos Motau, Miamiti Bambule. Eine Eingeborene, die Piraten verprügelt? Dafür würde ich sogar Gold locker machen. Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass dein Plan eurem Häuptling gefallen wird. Chaka Hiruto una Papai. Miamiti eigene Kopf. Okay. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kieler im Nacken. Ja, stimmt. Außerdem, warum sollten wir helfen? Weil wir haben doch erst dem Stamm klar gemacht, dass die Piraten gut sind. Wenn ich dir helfe zu verschwinden, sitzt mir der ganze Stamm der Kieler im Nacken. Tavu yala yala? Abhauen? Glaub mir, einfach hier rauszurennen klingt nicht nach einem Spitzenplan. Außerdem muss es im Piratenlager sicher für dich sein. Sonst könnte es ein kurzer Besuch für dich werden. Chi. Mia Chupara. Miamiti warten hier. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das hören könnt, aber mein PC geht gerade in Übermodus. Und ich glaube kaum, dass das irgendwie erwünschenswert ist. Also solltet ihr das jetzt im Hintergrund hören, vor allen Dingen wenn ich spreche, weil dann habe ich kein Noise Gate auf der Aufnahme. Tja, dann tut es mir sehr leid, aber ich kann nichts machen. Und hier geht's wieder nicht weiter, sehe ich das richtig, oder? Scheint es echt nicht weiter zu gehen. Alter, willst du mich verarschen? Moment, wir könnten theoretisch hier gerade runter. Oder auch nicht. Gut, wäre das nicht so tief, könnten wir gerade runter. Moment, die eine Blaukralle ist schon auf. Nein, die wird noch nicht gerendert. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass für die Affen noch Schlafenszeit ist und wir nicht jetzt direkt vor ihnen, vorm Aufwachen, mal schön Hallo sagen. Weil wenn das Erste, was ich sehen würde, ein Affe wäre, jetzt in umgedrehter Logik, dann wäre ich sicher auch nicht begeistert. Ich denke mal, bei ihnen ist es dasselbe. Oh, wir hätten da drüben runtergekonnt, auf der Seite, glaube ich. Okay, ich werde das gleich mal probieren. Jetzt dachte ich gerade kurz, dass da ein Gorilla schlafen würde, aber den haben wir schon gekillt. Auf der Seite also. Die Affen sind auch tot, weil da haben wir es ja noch nicht, beziehungsweise ich habe es noch nicht realisiert, ihr habt es vielleicht schon gewusst und habt eventuell gesagt, oh Mann, warum schleicht ihr denn jetzt da nicht? Idee. Hammer-Idee sogar. Habe ich gespeichert? Keine Ahnung, jetzt. Das wird nichts. Ja. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Hup, hup.
So. Perfekt. Ich denke mal, hier kommt man sonst nämlich nicht hin. Das scheint eine Questaufgabe zu sein. Camellia sinensis. Ein exotisches Gewächs. Schön. Und hier ist gar nichts. Wobei, hier gibt es einen Drehschalter. Ein Rätsel. Cool. Das erste tatsächliche Rätsel in dem Spiel, glaube ich. Aber okay. Wähle die Steinkreise zum Drehen und setze das Muster wieder richtig zusammen. Okay, wie kann ich wählen? Okay, so kann ich drehen. Ah, okay, so kann ich wählen. Ist es wichtig, dass das Äußere irgendwie besonders... Oh, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig, sonst wäre es ja langweilig. Ich mach mal, dass das da ist. Okay. Nein. Muss mal schauen, wo die überhaupt hingehören. Nein. Sind die Inneren jetzt schon richtig so zusammen? Das könnte so passen, auf jeden Fall. Die Sache, also das Äußere und das Mittlere ist auf jeden Fall übereingestimmt. Die Sache ist, ich sehe fast gar nicht, wie das mit dem Inneren ist. Wann ist das Innere denn auf... Moment, das könnte richtig abgestimmt sein. Jetzt muss das Pferd... Probier mal. Ach so, wir drehen damit die beiden. Moment, das heißt, wir müssen eigentlich einmal nur die beiden synchronisieren und dann im Vergleich zum mittleren drehen. Okay, as simple as that. Wo ist der Pferdeober... Hä? Wo zur Hölle ist der Pferdeoberteil? Hallo? Das scheint nicht richtig. Nein. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt noch nicht fertig. Okay. Ja, für alle diejenigen, die das Rätsel übersprungen haben, ich habe jetzt das mehr durch Zufall gelöst. Und ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil als wir in Risen 2 in einen Tempel getreten sind, kam so ein großer Böser gesagt und hat so in etwa gesagt, "You shall not pass." Zumindest habe ich so verstanden. Altes Wissen, hier gibt es eine Menge altes Wissen. Und eine Schattenklinge, eine Königsmaske. Und eine verschlossene Truhe, die wir knacken können. Ich schaue mir allerdings zuerst mal unsere ganzen neuen Items an. Können wir ausrüsten was? Schattenklinge. Schwarze Klinge wurde im Schattenreich geschmiedet, hat aber nicht so. Die Korsanklinge ist besser. Zwar erheblich. Okay. Können wir sonst etwas? Die Maske. Die scheint ein Questgegenstand oder etwas in der Art zu sein. Oder etwas zum Verkaufen. Wahrscheinlich nicht bei Plunder, sondern irgendwo da. Keine Ahnung wo. Ist mir jetzt auch wurscht. Das interessiert kein Schwein. Wir wollen jetzt auf jeden Fall die Kiste knacken. Okay. Ganz einfach. Kristallnadel. Pistolen einschüchtern, Alchemie plus 10 und Astralsicht plus 0. Nö, kann man als pistolenschwingender Voodoo-Typ vielleicht ganz gut gebrauchen. Magischer Kristall hat unter Wächtern. Sind die Wächter die Zauberer oder? Egal. Die Kapitalenhauer von Warzenschwein bringen gutes Gold. Ich habe übrigens gelesen im Internet, dass es tatsächlich so sein soll, wie in Teil 1, dass man auch sich diverse Sachen rausschneiden kann. Allerdings muss man das erst lernen. Und die Sache ist, ich weiß nicht von wem.
Moment, ich habe eine Idee gehört. Moment, ich glaube, ich habe hier Jahre übersehen. Ja. Da sieht man mal, was... Okay, wir rennen die Wand hoch. Sieht man mal, was passieren kann. Die Sache ist, kommen wir jetzt hier auf der Seite irgendwie hoch? Ich glaube ja nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie hoch wir mit Papageienflug kommen. Ich speichere mal nicht, dass wir das Rätsel nochmal machen müssen. Okay, wir kommen, kommen wir auf das Dach hoch, ist die Frage. Das könnte hoch genug sein. Ja. Ja, okay, wir sind auf dem Dach. Da wir auf dem Dach sind, können wir hier hin, was uns natürlich gar nichts bringt. Ich hatte jetzt fast Angst, dass ich hier durch den Boden falle, weil da vielleicht eine Kollision eingestellt ist. So, und jetzt müssten wir eigentlich durch noch einen... Ich weiß, ich könnte auch einfach runterschweben, aber das wäre langweilig. Komm, komm, komm hoch! Nein, 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 nein. Trottel! Edward sagt einfach mal Trottel. Hammer. Hammer gut. Hammer. Gut, dann würde ich sagen, verschwenden wir nicht noch mehr Papageienflüge und... Hui. Oh. Okay. Ich folge dir. So geht's natürlich auch. Warum wollte ich da hoch? Das haben wir überwunden. Okay. Gut, dann habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt, die Distanzen und die Höhen. Hier ist es aber, hier spielt das Spiel eigentlich so gut wie selten irgendwas mit Höhen. Also ganz ehrlich, ich habe nicht viele Spiele gesehen, wo Höhen wirklich so eine große Rolle gespielt haben. Und jetzt, denke ich mal, werden wir Richtung Questziel gehen, um diesen Panther zu töten. Und da schon Tag ist, werden wir uns wahrscheinlich... Wobei ist Tag? Nein, das ist der Mond. Nein, es wurde gerade Nacht. Okay, das bedeutet, wir können eigentlich vielleicht... Moment, wo lang? Da entlang. Die Karte dreht sich nämlich nicht mit. Die zeigt immer Norden, Süden, Osten, Westen. Und ist nicht dynamisch. Okay, diese komischen Dinger. Ah, fuck you. Komm. Ich schieße einfach wild drauf los. Ah, komm. Komm. Jetzt, ich geb's dir. Dschungelspinne. Eine tot. Vielleicht hat die jetzt was fallen lassen. Komm. Ja, okay. Hammer. Das war nicht so heftig. Gut, Sekunde, ich gebe mal den Papageienflug aus der Schnellleiste. Nicht, dass wir uns irrtümlich beim Heilen in einen Papagei verwandeln. Wobei, Papageienflug könnte man sicher gut im Kampf einsetzen. Ja, wenn man so... Ja, wenn man zum Beispiel also fliegt. Oh nee, so ein riesiges, große Dschungelspinne. Edward, block sie. Ich hab getroffen, geil. Ich dachte, das wäre daneben. Ja. Die großen Tiere, die nichts geben. Ich hasse sie. Also von der Loot-Mechanik fand ich Risen 1 immer noch am besten. Da hat wirklich alles irgendwie was gegeben. Wenn man die richtigen Werkzeuge hatte. Also allgemein finde ich, auch wenn Risen 3 mir irgendwie doch besser gefällt als Risen 2... finde ich den ersten Teil doch noch immer den besten von der Trilogie. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich bei einer Trilogie bleibt. Ich bin da nicht ganz so bewandert im Risen-Entstehungsprozess. Ob nur eine Trilogie von Anfang an geplant war. Ich glaube, am Anfang an war überhaupt nichts geplant. Am Anfang an haben
Moment. Da lang. Gut, erstmal hier hoch. Vielleicht können wir auch spionieren. Oh Gott, ein Jaguar. Und ich glaube jetzt auch fast. Oh ne. Ach verdammt, nicht einmal die Jaguar gelassen, was fallen. Die haben immer Jaguar-Fell in Teil 2 fallen lassen. Also. Wobei ich muss sagen, dieser Fallen lassen ist einer der wenigen negativen Aspekte. Wir haben unser Ziel ausgemacht. Das nimmt kein Ende mit den Biesten. Bitte lass den ganz Großen nicht kommen. Und wir haben nur noch 29 Kugeln, also ich werde wohl oder übel bald mal irgendwo hinschauen müssen. Sonst wird das hier nicht gut ausgehen. So, jetzt müssen wir ganz kurz warten und dann können wir den kräftiger Panther. Edward, töte ihn! Edward, töte ihn! Ich gebe von hier oben aus Feuerschutz. Verdammt, der hat nicht getroffen, glaube ich. Komm. Nein, 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 Alter. Alter, nein. Alter, nein. Bitte. Ja, Edward. Verdammt. 19 Kugeln. Alter, ich treffe mit dem Ding einfach nicht mehr. Komm, jetzt gleich. Kräftiger Pantherjagd. Hammer. Jetzt müssen wir nur noch looten. Und wir wurden, glaube ich, nur einmal getroffen von dem Vieh. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und da der hier mitten scheinbar in ein Feuervogelnest gefallen ist, oder da ist zumindest einer, werden wir mal ganz vorsichtig den Panther looten. Ein sehr großes Pantherherz. Das Tier war sehr kräftig. Das Herz wird mir bei den Eingeborenen noch nützlich sein. Jo, bei dem Spinnenbein vor ein paar Folgen hatte der das ja auch gesagt, aber da war ich zu dumm zu realisieren, dass wir das sicher noch brauchen werden. Gut, dann ins Logbuch. Ein Symbol aus Jade. Befindet sich wo? Oh, das befindet sich ja dort irgendwo am Arsch der Welt. Das wird wahrscheinlich erst zugänglich, nachdem wir durch dieses Tor gegangen sind. Das scheint das Schwierige zu sein. Aber gut. Das Reich der Schatten, nein, das brauchen wir nicht. Crew, also finde Pet, was Zedek anhören. Was müssen wir dafür nochmal machen? Nur mit Zedek reden, scheinbar. Finde Patty, das wollte ich eigentlich schauen. Wo ist Patty denn? Oh, Patty soll ja auf dieser Insel sein. Ach, stimmt. Dann werde ich eventuell nächstes Mal oder noch dieses Mal zu den Inquisitor. Moment, wo ist der Inquisitor? Taranis, Questziel. Nebelinsel. Also als Nachkiller möchte ich gerne auf Kalador, weil dort der Typ sein soll, der mir Schleichen beibringt. Nicht Schleichen, dieses komische Tiere sezieren. Reinigung, schwarzes Herz. Ein Schattenlord, ein Herz rausschneiden. Lustig. Die sind lustig, die alten. Reinigung. Die Sache ist bei den. Oh, nee. Reinigung kann ich hier direkt machen. So.
Das heißt, wir werden jetzt nochmal schauen bei Kila, Buß, vernebelter Geist. Sicher ist sicher. Bevor ich nicht weiß, ob sie es dort sicher ist, okay. Affige Angelegenheiten. Ja, wir müssen jetzt eigentlich für alles ins Piratenlager. Moment, halt, Sekunde. Und kleiner Ohrring, affige... Pamir? Ach so, nee, wir sind da quasi in der Höhle unter dem... Okay, nee. Dann stimmt das schon so. Das bedeutet, wir werden jetzt auswählen zum Beispiel... Ach so, nee, das ist das. Streit um die Wasserquelle. Vielleicht weiß jemand im Piratennest in der Rat. Ja, das heißt, wir können jetzt eigentlich nichts mehr tun, außer Richtung Piratennest zu gehen. Ja. Und Buddy scheint da sich auszukennen, ja. Ja, wir sind jetzt wieder im Piratennest und ja. Weg von den Eingeborenen. Finde ich eigentlich mal wieder ganz erfrischend. Colby, oder, ja, Colby, mit dem haben wir uns ja mal geprügelt. Und dann würde ich sagen, reden wir jetzt mit dir, Buddy, genau. Sollen wir zuerst, ja, eigentlich ist das das Einzige, was uns, Moment. Was kannst du verkaufen? Hast du Kugeln? Bitte hab Kugeln. Nein, der hat nur Schrot. Nicht Schrott, sondern Schrot. Oh, verdammt, verfluchte... Ich habe mit einer der Eingeborenen am Wasserfall gesprochen. Ja und? Was ist jetzt? Vertraut sie dir? Nein, sie will ein Zeichen der Freundschaft haben. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ich glaube, ich habe wirklich eine Idee. Dieser Quacksalber Cunningham... Der hat eine wertvolle goldene Schale in seinem Besitz. Soll ich sie ihm abkaufen? Abkaufen? Pff, aber bitte, wie du meinst. Ich kann jedenfalls kein Gold locker machen. Mir persönlich ist es egal, wie du an die Schale kommst. Wichtig ist, dass du sie bekommst. Okay, haben wir was oder hab ich was verpasst? Wer ist Cunningham? Wo bewahrt Cunningham seine Goldschale auf? Die hat er im Lagerraum verstaut. Normalerweise ist er verschlossen. Aber es gibt noch einen anderen Weg rein. Man muss es nur auf das Dach unseres verrotteten Kahns schaffen. Von dort aus kann man dann einfach durch die Dachluke schlüpfen. Okay. Moment, Slim. Ach so, das ist der Typ, den wir bei dem... Bei den Eingeborenen befreit haben im Zuge unserer letztfolgigen kleinen Befreiungsaktion, Verbrüderungsaktion, wie auch immer man das nennen will. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Buß einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir ein. Naja, schon verstanden. Hammer. Gute Einstellung. Aber man muss auf das... Moment. Hier waren wir gar noch nicht. Wir haben bis jetzt noch nicht mal gewusst, dass es das hier überhaupt gibt. Geil, und damit beende ich die Folge, würde ich sagen. Denn was hier drinnen ist, werden wir beim nächsten Mal erfahren. Und bis dahin sage ich... Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Risen 3. Diesmal hoffentlich am Donnerstag, am Samstag. Und nicht, dass mir wieder eine Folge dann nicht gelingt beim Aufnehmen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht erzählt am Anfang der Folge, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.